Toni verkleidet sich als Mädchen und hält Sotornik zum Narren. Helene versucht, wie Sissi zu sein, kann aber ihren wahren Charakter nicht verbergen. Ich kann dieses Sissi nicht ausstehen! Sissi gibt sich als Helene aus und benutzt die Kräfte eines Hypnotiseurs, um hinter ein Geheimnis zu kommen. Herzog Max ist in Verbannung auf der Insel Gramvusa. Als geheimnisvolle Reiterin verkleidet, gelingt es Sissi, sich die Karte mit dem Verbannungsort ihres Vaters anzueignen. Nach Venedig! Venedig! Vielen Dank. Halt, warten Sie! Hoi, keine Pferde auf dem Bahnsteig. Los, Toni, spring! Ja, geh schon. Gnädige Frau. Fräulein, bitteschön, ich bin nicht verheiratet. Oh, dann verzeihen Sie, Fräulein. Kommen Sie, wir helfen Ihnen, Ihr Gepäck zu verstauen. Tja, mein Alter, was mache ich jetzt mit dir, hä? Panache! Eure Hoheit, Prinz Franz. Bitte keine Umstände. Sagen Sie mir einfach, wo die junge Dame und der Knabe sind, die auf diesem Pferd gesessen haben. Eure Hoheit, die junge Dame und der Bub sind in den Zug nach Venedig gestiegen. Eure Hoheit. Herzlichen Dank. Stets zu Diensten, Hoheit. Diese verfluchte Sissi lässt uns wieder mal wie Idioten dastehen. Hätte man mich eingelassen, würde ich Sie rechtzeitig gewarnt haben, Exzellenz. Woher konnte sie wissen, dass die Information über den Verbannungsort ihres Vaters in meinem Stock versteckt war? Doch wie auch immer, dieses Frauenzimmer hat die Seekarte gefunden und sie hat bestimmt die erste Eisenbahn nach Venedig genommen, um von dort zu ihrem Vater auf die Insel Gramvusa zu segeln. Insel Gramvusa? Sie haben nichts zu fürchten, Exzellenz. Ich weiß, wie ich Sissi noch einholen kann. Dieses Luftschiff ist beschlagnahmt. Im Namen seiner Exzellenz, Staatskanzler Sotornik. Noch? Ah. Oh. Verflucht doch mal, immer auf den Steiß. Oh, wie lächerlich, einfach lächerlich. Ich bin sicher, dieser Narr versagt wieder. An das 6. Kaiserliche Husarenregiment in Venetien. Die Eisenbahn nach Venedig darf nicht ankommen. Halten Sie sie auf mit allen Mitteln. Ich wiederhole, mit allen Mitteln. Aus Gründen der nationalen Sicherheit. Oh, na bitte, endlich. Ihr Gepäck ist bestens verstaut. Fabelhaft.
Das haben Sie fabelhaft gemacht. Sie sind sehr liebenswürdig. Darf ich mich Ihnen vorstellen, Fräulein Anna Maria Ivanovna aus St. Petersburg in Russland? Sehr erfreut. Ich bin Elisabeth, aber meine Freunde nennen mich Sissi. Sie waren mir eine große Hilfe, mein Kind. Lassen Sie sich von mir in den Speisewagen einladen. Nach dieser gewaltigen Anstrengung sind Sie bestimmt furchtbar hungrig. Oh, großartig. Danke, gnädige, Fräulein Anna Maria. Fabelhaft. Bei dieser Gelegenheit können wir uns erzählen, was wir in Venedig alles vorhaben. Also dann, Fräulein Anna Maria, was haben Sie denn in Venedig vor? Ah, richtig. Wissen Sie, Sissi, ich hoffe, eines schönen Tages die große Liebe zu finden. Und Venedig ist so eine romantische Stadt. Oh. Danke, Fräulein Ivanova. Verzeihen Sie, Fräulein, aber ich glaube, ich habe Sie nicht einsteigen sehen. Darf ich um den Fahrschein bitten? Ich bin immer so entsetzlich zerstreut. Ich habe den Fahrschein meiner Nichte und meines Neffen in meinem Abteil gelassen. Wenn Sie darauf bestehen, werde ich ihn holen. Bemühen Sie sich nicht, Fräulein. Wir kümmern uns morgen in Venedig drum. Ich meine, morgen früh in Venedig. Ja. Tja, meine liebe Sissi, nun stehen Sie und Ihr kleiner Begleiter bis morgen früh unter meinem Schutz. Jetzt haben wir alle Zeit der Welt und Sie können mir in Ruhe erzählen, weshalb Sie ohne Fahrschein in diesem Zug sind, hm? Gewiss, um Ihren Liebsten in Venedig zu treffen. Sagen Sie, wie heißt denn der Glückliche? Franz! Franz! Ist er das, Ihr Liebster? Mein Liebster, ja. Ja, ich meine, nein, er darf mich auf keinen Fall sehen. Keine weiteren Erklärungen, mein liebes Kind. Ich verstehe. Das ist einer Ihrer Verehrer, der Sie nicht in Ruhe lässt. Anna Maria Ivanova kennt die Wege der Liebe und sie wird sie nicht im Stich lassen. Ich verstecke sie in meinem Abteil. Seine Hoheit Prinz Franz? Es ist anscheinend nicht möglich, als Kronprinz unerkannt unterwegs zu sein. Oh, Eure Hoheit, aber man hat mir gar nichts gesagt. Mit Verlaub, Eure Hoheit ist ganz staubig. Sie gestatten doch, dass ich Ihnen helfe. Aber nein, bitte. Das ist nicht nötig, Herr Schaffner. Oh, verzeihen Sie mir, Eure Hoheit. Wenn ich das gewusst hätte, ich hätte Ihnen einen Empfang bereitet, der Ihnen zusteht. Vergessen Sie für einen Moment, wer ich bin. Und sehen Sie in mir einen Freund. Nennen Sie mich Franz. Und Sie sind... Wendelin, Eure Hoheit. Ich meine Franz. Darf ich Sie wenigstens zu dem Abteil bringen, das für Ehrengäste reserviert ist? Ich bin auf keiner Reise, Wendelin. Aber wenn Sie etwas für mich tun wollen, helfen Sie mir, eine sehr hübsche junge Dame und einen Knaben zu finden. Sie sind in Wien eingestiegen. Ich glaube, ich habe diese beiden jungen Leute gesehen. Sie reisen mit Fräulein Ivanova, einer sehr bezaubernden russischen Dame. Wendelin, Sie haben mir das Leben gerettet. Schnell, bringen Sie mich zu Ihnen. Aber mit Vergnügen, Eure Hoheit. Franz, hier entlang. Hier ist es. Ja? Oh, ich... Entschuldigen Sie die Störung, Fräulein Ivanova. Aber ich würde gern mit Ihrem Neffen und Ihrer Nichte reden. Da müssen Sie anscheinend einem Irrtum aufgesessen sein, Herr Schaffner. Ich habe weder einen Neffen, noch habe ich eine Nichte. Aber Sie haben mit Ihnen diniert im Speisewagen. Tut mir sehr leid, aber ich habe wie immer allein diniert. Sie sind einem Irrtum aufgesessen. Nun, das kann jedem mal passieren. Also dann, gute Nacht, meine Herren. Einen Augenblick noch, Fräulein Ivanova. Der Schaffner ist überzeugt, dass er sie mit einer jungen Dame gesehen hat. Einer sehr hübschen, die in Begleitung eines Knaben und eines Eichhörnchen war. Ein Eichhörnchen? In einen Zug? Herr Schaffner, ich glaube, dieser Soldat redet irre. Hey, eine Ratte! Pucki! Hilfe! Eine Ratte und ein verrückter Soldat in meinem Abteil! Pucki, komm her! Ich flehe Sie an, Sie müssen mir helfen. Er darf das Mädchen nicht finden. Aber das... Tun Sie es für mich. Glauben Sie mir, ich wäre Ihnen ewig dankbar. Ah, die Ratte! Da, sie läuft auf dem Gang! Hier sind keine Eichhörnchen. Unmöglich, Franz. Aber ich könnte schwören, dass ich Pucki gesehen habe. Oder spinne ich vielleicht? Sie sehen müde aus. Ich bringe Sie im Abteil nebenan unter. Da können Sie sich's heute Nacht bequem machen.
Jetzt machen Sie sich keine Sorgen, Franz. Wenn die junge Dame hier bei uns im Zug ist, dann finden Sie sie morgen. Wir halten nicht auf dem Weg nach Venedig und sie wird schon nicht davonfliegen. Sie kennen meine Sissi nicht. Sie ist zu absolut allem fähig. Sissi? Das war Prinzessin Sissi? Ich meine Ex-Prinzessin? Ja, da schau her. So was. Sie lieben sie also noch, hm? Ja. Ja, ich liebe sie noch. Und Sissi hat mir gesagt, dass sie mich auch noch liebt. Verstehen Sie das, Wendelin? Ein Mädchen sagt, es liebt sie und verbringt seine Zeit damit, vor ihnen wegzulaufen. Das ist wirklich ein bisschen schwer zu verstehen. Nun, ich verstehe es ganz und gar nicht und ich habe gute Lust, dieses sinnlose Hinterherjagen aufzugeben. Davon würde ich abraten, Franz. Meine Mutter pflegte zu sagen, wenn die Liebe dir lacht, mein Sohn, gib niemals auf. Ganz gleich, wie steinig der Weg. Er schläft. Also, Sissi, wenn ich richtig verstehe, dann ist dieser junge Mann, der sie verfolgt, ein Prinz, der sie sehr liebt und den sie auch sehr lieben. Ja, Anna Maria, aber wissen Sie, ich habe nicht das Recht, diesen Mann zu lieben. Ja, ja, wegen eines Gelübdes. Das ist schrecklich romantisch, ich beneide Sie so. Es ist hauptsächlich sehr traurig, weil ich gezwungen bin, vor ihm wegzulaufen und er deswegen denken muss, ich liebe ihn nicht mehr. Aber, kleine Sissi. Mein Vater pflegte mir zu sagen, wenn die Liebe dir lacht, mein Kind, gib niemals auf, ganz gleich wie steinig der Weg. Und jetzt ab ins Bett und schlafen Sie gut. Ich gehe noch ein bisschen frische Luft schnappen. Ach, vielen Dank, Herr Schaffner. Sie sind mir wirklich eine große Hilfe gewesen. Es war mir ein Vergnügen, Fräulein. Sie sehen so furchtbar unglücklich aus, die beiden. Sind Sie nicht auch dieser Meinung? Meine Mutter pflegte zu mir zu sagen, wenn die Liebe dir lacht, mein Sohn... Gib niemals auf, ganz gleich wie steinig der Weg. Mein Vater pflegte das auch zu mir zu sagen. Sie sind der charmanteste Mann, der mir je begegnet ist, Wendelin. Und Sie sind die bezauberndste Frau der Welt, Anna Maria. Bitte entschuldigen Sie, Wendelin. Aber das macht doch nichts. Wir haben die ganze Nacht durchgeredet, Anna Maria. Kommen Sie, es ist Zeit fürs Frühstück. Und wenn unsere beiden jungen Freunde aufwachen? Tja, dann wird die Liebe für alles Weitere sorgen. Vertrauen wir auf sie. Da ist dieser verdammte Zug endlich. Nur einen Versuch, er darf nicht daneben gehen. Ja. Na bitte. Oh. Also dann, Backen zusammengekniffen, du schaffst es. Fürs zu Tornika gesagt, mit allen Mitteln. Niemand kann sagen, wir hätten hier nicht alles versucht. Wenn's nach uns geht, wird dieser Zug Venedig niemals erreichen. Toni, mein Junge! Hans! Oh, Toni, ich hab doch gewusst, dass ich euch hier finden werde. Dich und Sissi. Wenn ich mir vorstelle, dass ihr hier im Nebenabteil wart und ich die Nacht Tür an Tür mit ihr verbracht habe. Nein, Franz, du kannst Sissi nicht sehen. Lass mich vorbei. Ich muss zu ihr, Toni. Nein! Halt, Franz! Sie ist nicht da. Hä? Franz, kommen Sie. Ich habe eine Überraschung für Sie. Sissi? Sehr verwunderlich. Hab ich's mir doch gedacht. Vorsichtig, Toni! Keine Angst, Sissi, hier oben sind wir sicher. Wir können... So, Mademoiselle, geheimnisvolle Reiterin, Sie dachten, Sie könnten mir entkommen? Arkas! Ich bin gekommen, um ein Dokument zurückzuholen, das Ihnen nicht gehört. Los, gib's mir! Oh, niemand entkommt! Graf Arkas! Oh.
Ich hab gedacht, das bringt sie auf andere Gedanken. Pass auf, Toni! Jetzt hab ich dich, Sissy! Lassen Sie mich los, Sie widerlicher Kerl! Gib mir die Karte! Oder willst du runterfallen und da unten ins Gras beißen? Her mit der Karte! Na los, gib schon! Was zum Tony? Du kleine Ratte! Lass los! Lass los! Fahr zur Hölle! Sissy! Tja, Sissy, das Ende kommt oft schneller, als man denkt. Sissy? Was um... Akas, er ist auf dem Dach. So trifft man sich wieder, Graf Akas. Und jetzt, Akas, werde ich Ihnen eine Lektion erteilen, die Sie so schnell nicht vergessen werden. Ich mach Sie fertig. Pass auf, ein Tunnel! Drei gehen der Eisenbahn entgegen und bringen es zum Halten. Akas ist nicht mehr da. Er muss runtergefallen sein. Komm, Toni, hier gibt's nichts mehr zu tun. Gehen wir zurück zu Sissy. Sah einen Moment lang gar nicht gut aus. Aber ich hab die Karte. Jetzt hab ich sie. Toni, alles in Ordnung? Was ist mit Franz? Ich bin hier, Sissy. Franz! Oh, Franz, ich liebe dich so. Bitte verzeih mir. Na. Jetzt ist alles vorbei. Wir sind wieder zusammen. Und Akas? Er ist vom Zug gefallen, mitsamt der Karte. Oh, armer Graf. Aber jetzt können wir Papa nicht mehr finden. Mach dir keine Sorgen, Sissy. Irgendwie finden wir deinen Vater. Das verspreche ich dir. Was war das? Das ist von irgendwo vorne auf der Strecke gekommen. Schnell, voll Lokomotive! Andiamo a vedere cosa successo. Jesus Maria! Was war das für eine Explosion? Doch! Schnell! Das Gleis ist blockiert! Halten Sie den Zug an! Das hab ich versucht, aber die Bremsen versagen. Jesus, Maria und Josef, der Zug wird entgleisen. Wir werden alle umkommen. Vielleicht auch nicht. Da vorne ist eine Weiche mit einem Nebengleis. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Geben Sie mir Ihre Flinte, schnell. Wir haben soeben die Grenze nach Venedig überquert. Das hast du großartig gemacht, Franz. Jesus, Maria und Josef. Gibt's Schwierigkeiten, Wendelin? Ich fürchte, wir sind noch nicht aus der Bredouille. Was meinen Sie? Als der Lokführer erfahren hat, dass Sie im Zug sind, da hat er den Kessel überheizt. Damit ihr schneller nach Venedig kommt, Euer Hoheit. Und weil auch noch die Bremsen versagen, ist der Zug jetzt außer Kontrolle. Wenn wir so den Bahnhof von Venedig erreichen, gibt es dort ein ganz furchtbares Unglück. Gibt es denn keine Notbremse im Zug? Doch, es gibt eine Notbremse im Gepäckwagen. Aber ich fürchte, die ist zu schwach, die richtet nichts aus. Ich versuche es trotzdem. Komm mit, gehen wir, Sissy. Wir müssen erst die Fahrgäste in ihre Abteile schicken. Wenn ihr mir zur Hand gehen würdet, Hoheit, könnten wir versuchen, den Druck zu verringern. Dadurch würde der Zug Geschwindigkeit verlieren. Seien Sie unbesorgt, meine Dame. Es gibt eine Notbremse hier im Gepäckwagen. Ich werde sie sofort ziehen. Gehen Sie in Ihr Abteil und halten Sie sich gut fest. Ich muss mich beeilen. Bleib hier und beruhige die Fahrgäste. Ich gehe rüber in den Gepäckwagen. Leben Sie wohl, Elisabeth. Und Dank für die Karte und viel Spaß auf dem Rest der Reise. Wir können nichts machen. Die Bolzen sitzen fest. Franz, Akas, er hat es fertig gebracht, den Gepäckwagen abzukoppeln. Wir können den Zug nicht anhalten.
Vielleicht können wir den Druck ja doch verringern, wenn wir es schaffen, den Behälter mit der Glut unter dem Kessel zu entfernen. Sagen Sie mir, wie ich Ihnen helfen kann. Sei besser vorsichtig. Ist alles glühend heiß, man kann sich da höllisch verbrennen. Solange die Schrauben nicht festsitzen. Na komm schon, komm schon. Er löst sich. Der Druck sinkt, es hat geklappt, Hoheit. Der Zug verliert Geschwindigkeit. Wir haben es geschafft, yippie! Gehen wir und beruhigen die anderen Fahrgäste. Tja, so eine Eisenbahnreise hat es eben in sich. Seht mal! Eure Exzellenz, es ist meine schmerzliche Pflicht, Sie vom tragischen Ableben von Prinzessin Sissi und Prinz Franz zu unterrichten. Nein, das ist nicht gut. Alles viel zu weinerlich. Es müsste irgendwie mehr Wucht haben. Mein Gepäck! Da muss jemand drin sein! Oh Gott! Arkas! Was ist denn passiert? Ah, guten Tag, junge Frau. Wie geht's Ihnen, mein Herr? Was für einen reizenden kleinen Jungen Sie haben. Oh, mein allerbester Hut. Nehmen Sie es nicht so tragisch, Anna Maria. Wir sind hier in Venedig. Ich werde Ihnen einen hübschen Strohhut kaufen. Ja, Franz. Wirklich, es stimmt. Wir sind in Venedig. Ja, wir sind in Venedig. Mit Graf Arkas am Hals.